zusammen. Auf ihrer verzweifelten Suche nach ihrem Boss Tyler Banks haben die Mitglieder der Porterhouse Six Gang nach jedem Strohhalm gegriffen, der sich ihnen geboten hat. Sie haben dabei auch nicht vor brutaler Gewalt zurückgeschreckt und so vermutlich mehr Staub aufgewirbelt, als es der Sache dienlich gewesen wäre. Immerhin eine Spur hat sich als vielversprechend herauskristallisiert. Tylers weibliche Begleitung am Abend seines Verschwindens. Zwar kennen sie weder ihren Namen noch ihre Adresse, doch die vagen Erinnerungen an das Bild der hübschen Frau und das Viertel, in dem der Taxifahrer die Frau hat aussteigen lassen, müssen für die Suche reichen. Zumal die Zeit drängt, denn der Besuch aus New York hat am Abend zum Essen eingeladen und rechnet fest mit Banks Erscheinen. Mein Name ist Michael und mit mir ermitteln in diesem Frühling des Jahres 1921 Thomas. Hallo. Dominik. Buongiorno. Und Tomasz. Servus. Ihr wart auf dem Weg, oder nein, ihr seid sogar in das Wohnviertel gefahren beim letzten Mal, um, wie gesagt, die Begleitung von Tyler Banks ausfindig zu machen. Wie sieht's aus? Genau, wir hatten da ja einen vagen Anhaltspunkt auf dem Plan eingezeichnet auch. Sind wir denn nicht sogar hingefahren? Wir sind hingefahren, genau. Zum einen hatte die Frau als Zielort diese Kirche angegeben, ist dann tatsächlich aber schon drei Straßen früher ausgestiegen. Ja, dann sollten wir da aussteigen, wo sie ausgestiegen ist, in die Kirche laufen, schlage ich mal vor. Genau. Irgendwo wird sie dort wohnen. Sie können natürlich auch zwei Straßen zurückgelaufen sein, wie Kansas Street oder sowas. Ja, mein Gott, das sind vier Blöcke. Ja. Wir werden uns ja mal angucken können. Unter welchen Namen? Wahrscheinlich wollte sie durch den Park. Vernon Park, ja, vielleicht. Unter welchem Pseudonym lief sie vielleicht gerade noch? Wisst ihr das noch? War es Lona, Lora? Die Lola? Frau mit dem blonden Haaren. Genau. Würde wieder beim Thema aufschreiben werden. Lola. Doch Lola, nicht? Mhm. Also wenn ich meine Handschrift richtig entziffern kann. Gut. Oh, kann sie bloß hingerannt sein? Wir fragen einfach den Erstbesten, den wir treffen, ob sie eine Edelprostituierte namens Lola kennen, die hier in der Gegend wohnen könnte. Toller Plan. Ja, nicht? Sie wird aber kein Schaufenster mit Werbung haben. Wir kennen die Stadt ja so ein bisschen, hoffe ich doch. Das ist hier nicht irgendwie eine Ecke, wo ein Straßenstrich oder sowas wäre, oder? Nein, ganz im Gegenteil. Also es ist eigentlich ein sehr nobles Wohnviertel. Na gut, nobel. Also ein gut situiertes Wohnviertel. Lass uns einfach durch den Park gehen und dann zur Kirche. Genau. Stapfen wir los. Ihr stapft einfach durch den Park. Naja, mal so drauf achten, was da so ist. Nicht, dass da jetzt gleich irgendwie ein Puff links von uns steht. Ja, vielleicht können wir uns ja trennen. Einer geht durch die Sipplerstraße, einer geht durch die... Hey, was bitte Party? Leisch. Hey, bei Cthulhu ist das völlig in Ordnung. Da gibt's dann zwei Überlebende bei drei Leuten. Also es gibt da kein Bordell von euch in der Gegend. Es ist auch eher davon anzunehmen, dass da überhaupt kein Bordell ist. Ja. Durch den Park flanieren gut gekleidete Pärchen Arm in Arm. Vielleicht führt auch irgendjemand seinen Hund Gassi. Also es begegnen euch einige Leute da. Es ist ein schöner Frühlingstag, also ideales Wetter, um mal rauszugehen und ein bisschen frische Luft zu schnappern. Und keiner sieht aus wie Lola. Ich würde mir mal einen Mann im besten Alter, der möglichst ohne Begleitung unterwegs ist, suchen und den ansprechen. Entschuldigen Sie, kennen Sie hier im Viertel eine Frau, die Lola heißt? Das ist ein etwas älterer Herr, hat eine Zeitung unterm Arm geklemmt, Hut auf dem Kopf. Guckt dich erstmal so ein bisschen an und dann, Lola? Nein, nein, tut mir leid, Sir. Lola sagt mir nichts, kenne ich nicht. So eine blonde Frau. Nun, kein Kind von Traurigkeit, habe ich mir sagen lassen. Kennen Sie wirklich nicht? Er guckt dich ein wenig schräg an. Sir, was meinen Sie mit kein Kind von Traurigkeit? Nun, sie wird halt öfter mit unterschiedlichen Männern gesehen. Partys und so. Sie wissen schon. Also Unverschämtheit. In unserem Viertel hier, das fällt Ihnen überhaupt ein. Und er lässt dich stehen und geht weiter. Tut so, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Geht doch sicher selber zu so einer. Oder kann sich's nicht leisten. Kannst mir ja mal einen auf Psychologie geben. Immer wieder gerne. Ist ja meine große Stärke. Ja. Was zu erwarten war. Ja, ein Fehlschlag in ganzer Linie. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Darfst dir aussuchen, ob du das jetzt sehr verdächtig fandst, sein Verhalten, oder ob völlig überzeugend. Also ich gehe zu Francesco zurück, so, die scheint nicht hier zu sein. Er hat gesagt, er kennt sowas nicht und ist ein bisschen kort, ein bisschen komisch reagiert. Also er meint so, solche Frauen gibt's hier nicht. Naja, das wäre auch schon Zufall. Und sie arbeitet ja offenbar auch nicht hier, aber... Ihre Kunden müssen sie doch irgendwie kontaktieren können. Ja, und eine hübsche Frau fällt doch auf, oder? Ja, aber gut, der Viertel ist jetzt nicht so klein hier. Aber den Gedanken, den ich gerade hatte mit dem Kontaktieren, muss da mal kurz drüber nachdenken. Das
Wie weit ist denn hier in der Ecke so das Telefon verbreitet? Die haben doch auch immer noch nicht jeder eins in der Wohnung, oder? Das ist richtig, aber es ist durchaus anzunehmen, dass in diesem Viertel deutlich mehr Leute Telefon haben. Wenn ich kein Telefon hätte, wo könnte ich hier einen Telefonanruf entgegennehmen? Kneipe, Post, Laden? Entgegennehmen, ja, das ist, also entgegennehmen ist dann wahrscheinlich so am ehesten, dass irgendjemand im Haushalt ein Telefon hat und der dann halt das an dich weitergibt, also dann die Treppe hochläuft und sagt, da ist schon wieder jemand am Telefon für Sie, schaffen Sie sich doch mal selber eins an oder so, ne? Aber die Leute würden ja anrufen und nach Lola fragen. Das würden sie nicht bei den Nachbarn tun, nehme ich an. Weil die Nachbarn dann völlig verwirrt sagen würden, Lola kenne ich nicht, wohnt hier nicht. Also unter der Annahme, dass das ein Pseudonym ist. Mhm. Dann würde ich doch eher einen Laden vermuten oder sowas. Vielleicht eine chinesische Wäscherei. Was gibt's denn hier so in der Gegend? Ist das wirklich mehr so Wohnviertel oder gibt's hier auch Läden? Es ist mehr ein Wohnviertel, ja. Es gibt hier und da dann auch so ein Café oder ein Restaurant. Aber es ist jetzt nicht so das große Einkaufsviertel. Ja, aber das wäre ja schon mal ein Ansatzpunkt. Ich würde mal vorschlagen, die Cafés und Restaurants abzuklappern, ob irgendjemand eine Lola kennt. Mhm. Höhere Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass sie mitten auf der Straße jemanden treffe, die sie kennt. Okay, du hast zur Auswahl ein französisches Café, ein Restaurant und ein Blumengeschäft, also ein Florist. Florist ist ja irgendwie der Traumberuf jeder jungen Frau. Vielleicht arbeitet sie da sogar tagsüber. Ich würde mit dem Blumengeschäft anfangen. Mhm. Ja, dann stapfe ich hinten nach, nachdem ich hier sonst keine Ideen habe. Muschnick and Sons steht über dem Laden. Steht eine große exotische Pflanze im Schaufenster. Ja, ihr tretet ein, es klingelt an der Tür. Ist ein kleines Geschäft. Ein schrulliger Mitfünfziger steht hinterm Tresen. Eine kleine, etwas aufgerätselte Blondine wuselt darum. Die aber nicht die geringste Ähnlichkeit mit Lola hat. Nein. Okay. Die Herren, was können wir für Sie tun? Schönen guten Tag. Wir suchen Lola. Kennen Sie sie zufällig? Lola? Lola? Nein, tut mir leid. Lola sagt mir nichts. Audrey, kennst du eine Lola? Nein, Sir. Eine Lola sagt mir nichts. Tut mir leid, Sir. Wo soll die denn wohnen? Hier in der Gegend irgendwie, aber ich hatte die Vermutung, dass sie kein Telefon hat und deshalb vielleicht bei Ihnen Anrufe entgegennimmt. Sir, wir nehmen keine Anrufe für andere Leute entgegen. Die sind ein Blumengeschäft. Okay. Ja, aber nette Nachbarn hat man doch auch mal. Die haben ja nicht alle Telefon. Aber okay, habt vielen Dank. Wir machen uns wieder auf die Suche. Französisches Café? Französisches Café draußen. Bei dem schönen Wetter, es stehen ein paar Tische, an denen auch einige Gäste sitzen und gemütlich ihren Kaffee trinken, Zeitung lesen, flirten oder einfach nur der so ein bisschen relaxen. Mit einer weißen Schürze umgebunden wuselt ein Kellner umher und hat so einen aufgezwirbelten Schnauzbart. Definitiv nicht Lola. Als er euch gewahr wird, guckt er direkt und Monsieur, Tisch pour une trois? Nein. Was hat er gesagt? Irgendwas Komisches. Aber Franzosen, die machen immer unanständige Angebote, sagt man besser nein. Ja, guter Mann, wir suchen eine junge Dame namens Lola. Ist die hier zufällig bekannt? Madame Lola? Ja. Non, Monsieur, tut mir leid, ich kenne keine Madame Lola. Wie soll die denn aussehen, Monsieur? Blond, wunderschön, jung. Sind nicht alle Frauen wunderschön, Monsieur? Nein. Kann ich nicht bestätigen. Ja, wie gut kannst du sie denn beschreiben? Ja, sag du es mir. Kann ich auf irgendwas würfeln, um sie zu beschreiben? Viel mehr Anhaltspunkte haben wir nämlich nicht. Hatte ich nicht mal versucht, so eine Skizze zu machen? Das war völlig schief. Ja, ich überlege gerade, ob wir da, was machen wir denn da raus? Machen wir Intelligenz. Versuchen wir es mal damit, ja. Die richtigen Worte zu finden, sich richtig zu erinnern. Ja, immerhin, ein regulärer Erfolg. Ist das schon mal was? Mhm. Also du erinnerst dich an die Frau, die du vor ein paar Abenden auf der Party mit Tyler Banks davon schwinden hast sehen. Er hat ja eine ganze Weile mit ihr geflirtet und rumgekaspert, von daher ist das Bild durchaus in Erinnerung geblieben. Und war sie dein Typ? Nun, wessen Typ war sie nicht? Mhm. Na gut. Der Kellner sagt, non, Monsieur, tut mir leid, eine solche Frau ist mir nicht bekannt. Aber du hörst ein Räuspern neben dir. Entschuldigen Sie, Sir, verzeihen Sie, dass ich mitgehört habe, sagt ein älterer Mann, der an dem Tisch direkt neben euch sitzt. Ich konnte nicht umhin, Ihr Gespräch mitzuhören. Die Frau, die Sie beschrieben haben, die
klingt mir doch arg verdächtig nach unserer Miss Ashbury. Aha, wo finde ich diese Dame? Miss Ashbury dürften Sie in der Kirche finden. Ah. Sie unterrichtet dort unsere Kinder und kümmert sich um, naja, um die Randfiguren unserer Gesellschaft. Okay, sage ich ihm etwas verdutzt. Der Boss schläft mit einer Nonne. Wer ist sie auch die Tochter des Pastors? Sir, was sagen Sie da gerade? Nein, nur ein Späße. Ja, vielen Dank, dann werden wir jetzt mal zur Miss Ashbury ist eine wohl angesehene Person in unserer Gesellschaft. Natürlich. Haben Sie vielen Dank und amüsieren Sie sich weiterhin gut hier. Scheint ein sehr nettes Café zu sein. Ja, durchaus zu empfehlen. Was kann man denn hier besonders empfehlen? Das Frühstück ist besonders gut hier. Die Franzosen verstehen doch wirklich etwas von schmackhaftem Gebäck. Allerdings. Aber ich schätze, zum Frühstück ist es nun zu spät. Ja, die Franzosen sind schon ein sehr nettes Volk, was die Küche angeht und so. Allerdings, ja. Ja, ich labere ihn noch etwas zu in der Art, dass er das Thema von vorher vergisst. Und verabschiede mich dann freundlich und danke nochmal für die Hilfe. Ja, nicht zu danken. Einen schönen Tag und grüßen Sie Miss Ashbury von mir. Von wem denn? Mr. Potter. Harry Potter. Ja, okay. Nein, Adam Potter. Ach so. Okay. Ja, weiß auch nicht, wie ich darauf kam. Werde es ausrichten. Dann ziehe ich mich aus dem Bereich zurück. Falcone darf mir mal einen Glückswurf geben. Oh. Hey. Ein regulärer Erfolg. Ja. Tatsächlich, dass es das noch gibt. Wenn ich jetzt noch tanzen muss? Fast. Okay, was macht er? Was ist jetzt genau passiert? Ich war gerade ein bisschen mit meiner Theorie beschäftigt. Ja, wir haben einen Namen bekommen. Die Mrs. scheint eine Frau Gottes zu sein. Also zumindest arbeitet sie in der Kirche mit benachteiligten Mitbürgern. Ja, dann sollten wir doch dahin. Ja, lassen wir uns nicht länger Zeit. Wir haben nämlich keine. Ihr macht euch also auf den Weg zu der gut sichtbaren Kirche in dem Viertel. Mhm. Recht zielstrebig, da ihr wisst jetzt, wo ihr hin müsst, achtet ihr nicht großartig auf die Umgebung. Die eh nicht wirklich interessant ist. Naja, wie man so nennt. Als dann plötzlich jemand recht laut ruft, Falcone? Falcone? Oh Gott, ich drehe mich mal um. Was, wo? Eine gut ausgesehene Frau kommt auf dich zugestürmt und du erkennst sie düster wieder. Es ist Isabel. Ich guck ganz überrascht. Isabel? Du hast dich ja aber echt nicht mehr blicken lassen. Ich bin nur wirklich schwer enttäuscht von dir. Du, das tut mir unglaublich leid. Ich wollte ja, aber ich habe gerade extrem viel Stress mit der Arbeit. Ja, das sehe ich. Du läufst hier rum von am helllichten Tag. Ich denke, du arbeitest. Hättest dich ja durchaus mal melden können bei mir. Es gehört sich nicht, eine junge Dame so sitzen zu lassen. Ja, du hast völlig recht. Wie kann ich es bloß gut machen? Möchtest du es nicht vorstellen, Falcone? Oh, natürlich, Entschuldigung. Isabel, das sind meine Bekannten Francesco und Jacobo. Hi, Mrs. Und das hier ist Isabel. Ihr habt sie vielleicht auf der Party gesehen. Ah, ja, ich erinnere mich dunkel. Ach, du, Isabel, es tut mir wirklich leid, aber ich bin gerade echt schwer beschäftigt. Sagen wir, nächsten Sonntag nach der Kirche, ich lade dich ein. Wir gehen essen. Na gut, aber versprochen, ja? Natürlich, versprochen. Wo geht ihr denn hin? Vielleicht kann ich mitkommen. Es wird nicht nötig sein. Wohnen Sie hier in der Gegend, Isabel? Ja, ich wohne hier zwei Straßen weiter. Gehen Sie in die Kirche da drüben? Aber selbstverständlich, Sir. Ja, es könnte auch eine andere bevorzugen. Manchmal mag man ja den Prediger in der nächstgelegenen Kirche nicht oder sowas. Kennen Sie Miss Ashbury? Ja, natürlich. Das ist eine wirklich sehr nette Person. Sie ist eine Stütze unserer Gemeinde. Ich wünschte, ich könnte so viel Engagement aufbringen und mich um die armen Kleinen kümmern, so wie Miss Ashbury das macht. Sie ist ein Engel. Ach, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, fragen Sie einfach mal, ob Sie nicht Miss Ashbury da helfen können. Freut sie sicher, wenn ihr jemand zur Hand geht. Sie kümmert sich um Kinder? Ja, sie unterrichtet sie. Mhm. In was denn? Sie bringt ihnen Lesen bei und Rechnen bei. Ah ja, interessant. Sie hilft auch den Armen. Sehr löblich. Ja. Naja, Falcone, ich muss jetzt wieder weiter. Wir sehen uns dann Sonntag, nicht wahr? Ja, genau. Ich hol dich ab. Sie drückt dir einen Kuss auf die Wange. Klatscht Jacopo mal so auf die Wange zweimal, lächelt, dreht sich um und stolziert davon. Nur ich gehe wieder leer aus.
Hey, lasst uns weitergehen, Jungs, lasst uns weitergehen. Ja. Ich wink nochmal so scheinheilig grinsend hinterher. Ist das deine Freundin? Wer jetzt noch Miss Ashbury, die Chefin der Kinderbande ist, die uns Ärger gemacht hat. Oh Mann. Ihren Zöglingen in der Kirche da, dann weiß ich auch nicht mehr. Das hat mir gerade noch gefehlt, noch mehr Stress. Lasst uns bloß schnell das alles erledigen und den Boss finden. Ah, du wolltest sie nicht unbedingt wiedersehen, was? Nicht jetzt. Wir haben Wichtigeres zu tun. Ja, das auf jeden Fall. Wir gehen weiter auf die Kirche zu dann wohl. Die Kirche bietet zwei Eingänge, ein relativ großes Portal und auf der Westseite üblicherweise. Und ihr seht auch einen Eingang an der Seite. Mhm. Ihr benehmt euch doch da drin, oder? Ich eigentlich immer. Jetzt gucke ich mal Jacopo an. Natürlich. Müssen wir den zweiten Ausgang bewachen? Ist ja nicht anzunehmen, dass sie wegläuft, nicht wahr? Wir gehen einfach rein. Ja, wir gehen einfach rein und wie groß ist denn die Kirche so etwa? Ist das so eine riesige Hallenkirche für hunderte von Leuten? Oder? Ich gehe auf jeden Fall rein, werde etwas kleinlicher, nehme den Hut ab, das obligatorische Finger in Wasser tucken und Kreuz malen. Das ist eine richtige Kirche, also römisch-katholisch, wie es sich gehört für gute Italiener, ja. Oder was protestantisches? Nein, so. Die Kirche. Ja, symmetrische Front im Grunde genommen, bestehend aus einem großen Hauptschiff und zwei Seitenschiffen dran. Der Kirchturm ist von euch oder hinter der Kirche von euch aus gesehen. Über dem Portal ein relativ großes Fenstergebilde mit einem großen kreisrunden Fensterbereich. Also einer sollte vielleicht dann gleich in das Seitenschiff abtauchen, wo der Ausgang an der Seite ist und dort verhindern, dass da jemand rausgeht. Also zumindest die Lola. Alle anderen können natürlich rausgehen. Wieso sollte sie denn rausgehen? Weil sie vielleicht nicht möchte, dass wir hier ihr bürgerliches Leben ruinieren. Was sicherlich passieren wird, wenn wir sie in aller Öffentlichkeit befragen. Wieso sollten wir sie in aller Öffentlichkeit befragen? Wer weiß, wie die Situation gleich ist. Ach, du bist dann schon paranoid. Ich würde auf jeden Fall vorhin noch Verstärkung rufen. Man weiß nie. Die beiden Jungs mit der Tommy Gun, ja. Okay, wir gehen jetzt einfach rein. Genau. Alle gemeinsam durchs Portal. Was sehen wir? Was seht ihr? Oh, eine Kirche halt, eine Kirche von innen. Nette Fresken an der Decke, großen Altar an der gegenüberliegenden Seite, bunte Bleiglasfenster im oberen Bereich. In einer der seitlichen Kirchenschiffe, nämlich rechts, ist eine ganze Gruppe von Kindern, die da brav sitzen, und eine Frau und ein Priester stehen davor und erzählen denen irgendwas. Ich nick da mal hin. Schon gesehen. Frage 1, kennen wir die Frau? Frage 2, kennen wir welche von den Kindern? Keine schlechte Frage. Die Frau erkennst du wieder, die Kinder siehst du alle nur von hinten und da fällt jetzt nicht unbedingt jemand auf. Okay, dann Hut habe ich natürlich beim Reingehen abgenommen, würde mich vorsichtig, also was heißt vorsichtig, zurückhaltend, höflich der Gruppe nähern. Ja, und ich schnapp mir mal Jacopo, damit er keine Faxen macht, und zerre ihn irgendwo auf eine Bank abseits. Ich Faxen? Beobachten, Junge. Ich meine, so sie Schlagring ziehen und den Priester bedrohen. Okay, ja, ich lass mit mir geschehen. Ich ziehe dir noch so eine Bibel rüber, hier ist Interessant, ja. Was macht man denn damit? Die haben die doch immer beim Singen, oder? Ich schau dich mal so kurz an. Schau dich so an. Bist hier in der Kirche, Junge. Versteh. Flüstern, okay, flüstern, ja. Wenn ich dann nahe genug dran bin, ich weiß nicht, ob sie mich schon bemerkt haben, sonst räusper ich mich kurz. Also die beiden, sowohl die Frau wie auch der Priester, blicken kurz auf, schauen dich an und der Priester kommt dann langsam auf dich zu. Ich würde gerne Miss Ashbury sprechen. Mein Sohn, Miss Ashbury ist gerade beschäftigt mit und unterrichtet die Kinder. Bitte gedulden Sie sich doch noch ein wenig. Wie lange dauert es denn? Es ist sehr wichtig. Üben Sie sich in Geduld, mein Junge. Ich habe keine Geduld, Pater. Würden Sie mir bitte sagen, wie lange es etwa dauern wird? Sicherlich noch 20 Minuten. Ach, das geht nicht. Ich gehe ein paar Schritte vor zu Miss Ashbury hin. Sir, empört sich der Pfarrer. Ich werde darauf aufmerksam. Schau mal hin. Was denkst du, Falcone? Glaubst du, er braucht Hilfe? Ja, er braucht dringend Hilfe, aber nicht von uns. Wie meinst du das? Halt einfach die Füße still. Okay. Und so stappt Francesco weiter in Richtung der jungen Frau. Genau. Der Priester empört hinter dir herstapfend und immer, Sir, Sir. Bitte, nicht vor den Kindern, bitte. schönen guten Tag, liebe Kinder.
Ich muss euch eure Miss Ashbury leider für einen Moment entführen. Ich denke, der gute Pater wird hier weitermachen wollen. Tolle Wortwahl. Miss Ashbury, könnte ich Sie bitte kurz unter vier Augen Sir, bitte, Miss. Der Priester, also, Unverschämtheit, so respektlos. Es ist sehr wichtig. Es ist quasi eine Familienangelegenheit. Es geht um Tyler. Ich versuche das etwas leiser zu sagen. Du siehst ein kurzes Aufblitzen in ihren Augen. Was hast du auf Psychologie? Was habe ich auf Psychologie? Das ist eine wirklich gute Frage. 46. Was? Hey, ich bin Anwalt. Wenn ich Psychologie nicht habe, was dann? Na ja, abwarten, ob es auch jetzt was bringt. Dann zeig mal, wie viel du drauf hast. Achso, ich soll es auch würfeln. Ja, dann würfel einfach mal. Nö, prall einfach mit deinem Wert. Er hatte doch einen Bonuswürfel, oder? Mindestens einen. Hinten ist besser aus, ja. Sir, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich muss hier mich erst noch um die Kinder kümmern. Bitte warten Sie doch einen Augenblick noch. Wie spät haben wir es inzwischen? Früher Nachmittag. Tut mir leid, das geht jetzt überhaupt nicht. Wir haben es wirklich sehr eilig. Es ist extrem wichtig. Ich meine, die Kinder sind doch fertig mit der Schule und können hier vielleicht ein paar Minuten auch kurz allein mit dem Pater bleiben. Also du siehst, wie sie immer wieder mal zu dem Priester hinüberblickt, tendenziell eher so unangenehm. Und sie möchten ja sicherlich nicht das hier besprechen. Sir, geben Sie mir noch 10 Minuten. Ich. Na gut. Ich komme dann raus zu Ihnen. Einverstanden, 10 Minuten. Aber keine Minute mehr. Ich ziehe mich dann zurück. Nick dem Pfarrer freundlich zu, verabschiede mich noch von den Kids. Der Pfarrer ist ein wenig rot im Gesicht. Eine solche Unverfrorenheit in seinem Hause scheint ihm noch nicht entgegengekommen zu sein. Und er beherrscht sich nur mit Mühe und Not, um halt jetzt nicht vor den Kindern da zu explodieren. Ja, darauf habe ich mich eigentlich verlassen. Wenn Francesco sich wegdreht, tippe ich Jacopo an und drücke ihn so in sein Buch und gucke auch unauffällig in sein Buch. Ja, okay, ich schlage auf und lese. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht abhaut. Ja, deswegen. Ja, wir bleiben dort einfach stehen und tun so, wir würden nicht dazu können, ne? Okay, genau. Ihr passt drinnen auf. Ich gehe nach draußen und warte an der einen Ecke, dass ich beide Ausgänge im Blick haben kann. Müsste ja gehen, nicht wahr? Das ist kein großes Thema, genau. Das geht. Behalte sie permanent im Blick. So unauffällig wie möglich. Sie beschäftigt sich mit den Kindern. Ihr merkt aber, dass sie da ein wenig nervös oder fahrig ist. Vom Verhalten her scheint so ein bisschen ihre Souveränität verloren gegangen zu sein. Und es dauert eigentlich keine 10 Minuten, bis sie dann den Pfarrer ein Buch in die Hand drückt. Und aus der Gestik erkennt ihr, sie übergibt das Zepter jetzt an ihn zurück. Er soll sich jetzt weiter darum kümmern. Und sie stapft zügigen Schrittes durch den Mittelgang an euch vorbei nach draußen, blickt sich dort kurz um und erblickt dann Francesco da auch. Ja, wenn sie geht, stehe ich auch auf, ja. Mach nochmal Kreuz und gehen alle hinterher. Aber auf Abstand. Jacopo, nimmst du die Bibel mit oder lässt sie dir? Ich nehme sie mit. Und was? Stapfe. Ne? Pack die Bibel weg, Mann. Okay, warum denn? Sie du hast sie mir gegeben. Klauen. Ich glaube, es hackt. Sind sie nicht zum Mitnehmen? Nein, sind sie nicht. Okay, dann gehe ich zurück und lege sie wieder auf eine der Bänke. Willst du mir Zähne, warst du nie in der Kirche? Doch, aber die Bücher habe ich noch nie in der Hand gehabt. Ich drehe mich zum Pfarrer und verbeug mich noch. Entschuldigung. Harriet Ashbury kommt auf Francesco zu. Ah, Miss Ashbury. Sir. Oder sollte ich Lola sagen? Sie nimmt dich am Arm beiseite, zieht dich so ein bisschen weg. Bitte, Sir, nicht hier. Ja, Diskretion, ich verstehe völlig. Können wir hier irgendwo an der Ecke ungestört sprechen oder sollten wir woanders hingehen? Es sind nur wenige Passanten, die über diesen Platz da kommen. Also ihr seid recht ungestört. Okay. Nun, wie ich schon sagte, es geht um Tyler. Sie haben da vor 2 Tagen die Nacht zusammen verbracht. Und ich will da gar keine Wertung irgendwie und ich habe überhaupt kein Interesse, hier ihr Leben kaputt zu machen. Aber ich muss wissen, was passiert ist. Was soll ich denn sagen? Ich brauche das Geld halt. Aber bitte, erzählen Sie es niemandem hier im Viertel. Ich wäre ruiniert, wenn das rauskäme. Und ja, ich war bei Banks. Was, wie gesagt, völlig in Ordnung ist. Einige meiner besten Kunden gehen ihrem Gewerbe nach, wenn auch nicht auf ihrem Niveau. Was ist denn an dem Morgen passiert, bevor Sie... Wann sind Sie etwa gegangen? Aber das wissen wir ja.
Ist Ihnen irgendwas aufgefallen, als Sie gegangen sind? Waren Sie vielleicht dabei, als es passierte? Das können Sie wohl laut sagen. Das war eine sehr unangenehme Erfahrung, die ich da machen musste. Das ist mir noch nie passiert. Plötzlich stand da so ein Santa Claus vor mir. Und naja, ganz viele alte Männer in Togen standen da um den Bett herum und sie haben mich da weggeschickt. Es war ganz schön unangenehm. Einer war als Weihnachtsmann verkleidet? Ja, so ein weitschweifigen Bart halt. Und in lange Toga. Und ich glaube, die waren alle barfüßig sogar. Also barfüßig. Ja, war wirklich gespenstisch. Die sangen irgendwas oder murmelten irgendwas. Naja. Haben mir gesagt, ich soll verschwinden. Das habe ich auch gemacht. Schnell meine Sachen zusammengepackt und bin dann abgehauen. Mehr weiß ich wirklich nicht. Die haben Englisch gesprochen? Ja, der eine, der gesagt hat, ich soll verschwinden, ja. War das welcher Landsmann? Was für ein Landsmann war das? Das weiß ich nicht, Sir. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Er sprach Englisch. Ohne irgendwie Akzent oder so. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, Sir. Mhm. Ich habe zugesehen, dass ich da weggekommen bin. Die Aufforderung habe ich mir nicht ein zweites Mal geben lassen. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Sachen da vergessen bei Tyler. Ja, wir haben was gefunden. Hast du ihn dabei, Falcone? Nee, das ist ja noch gar nicht. Oder seid ihr aufgeschlossen? Nein. Abstand halten wir. Wir können ihm vielleicht ein paar Sachen noch zukommen lassen wieder. Aber können Sie den Mann beschreiben? Noch etwas mehr als Toga und Bart? Ja, deutlich älter als Sie, dichter, weißer, langer Bart, vielleicht so groß wie Sie, ja, nicht größer als Sie, aber es war ja auch dunkel. Ich habe mir wirklich nicht so viel merken können, tut mir leid, Sir. Eher dünn oder dick? Ich glaube etwas stämmiger, also doch etwas mehr, ja eher dick, aber so dick jetzt auch wieder nicht. Aber also nicht wie der richtige Santa Claus. Also, verschiedene Männer, alte Männer in Togas, oder das ist immer da der Plural ist, dringen in ein Hochhaus ein, umstellen ein Bett und fangen an zu singen. Ja? So wollen Sie mir allen Ernstes erzählen. Ja, Sir. Sagt sie die Wahrheit? Darf ich da mal drauf würfeln oder so? Oder ob sie. Also ich wüsste nicht, wie so sich jemand so eine blöde Geschichte ausdenken sollte. Besser. Es ist definitiv. Also du siehst, sie ist so überzeugend mit der Wahrheit. Sie hat Angst. Allein schon die Szene, die da jetzt gerade so ist, ne? Sie möchte wirklich nicht bloßgestellt werden. Es liegt ihr unheimlich viel da an ihrem guten Image, das sie in dem Viertel hat. Und sie sagt 100% die Wahrheit. Dann wüsste ich jetzt auch nicht, was ich noch fragen könnte. Also ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht mit so einer Auskunft. Was machen die anderen beiden? Ich frage Jakob, ob er eine Kippe hat. Ja klar. Hier. Okay. Sollen wir vielleicht zu Francesco gehen? Lass den das mal machen. Wir werden da auch nicht viel mehr helfen können. Wie kann man sie eigentlich kontaktieren, wenn man mal beruflich mit ihnen zusammentreffen möchte? Gottes Willen. Sie schaut rechts nach rechts und links und Sir, auf jeden Fall nicht so, bitte, Sir. Ja, das ist mir schon bewusst. Naja, am einfachsten ist es, die Fragen in der Bar, wo ich letztens war, hinterlassen da eine Nachricht für mich. Ich gehe da gelegentlich vorbei. Gut zu wissen. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie guten Freunden auch Rabatt gewähren. Aber auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich weiß, dass Sie schätzen, werde natürlich Stillschweigen bewahren. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, Sir. Und ich werde auch dafür sorgen, dass meine Kumpanen nichts ausplaudern. Ihre Kumpanen, Sir? Sie blickt sich einmal um. Jetzt hat er unsere Deckung auffliegen lassen. Hey, ohne Scheiß. Okay, dann vielen Dank. Auf Wiedersehen, Sir. Damit eilt sie schnellen Schrittens davon. Okay. Was hat er denn jetzt zu ihr gesagt? Ja, wenn sie dann weg ist, dann würde ich mich auf ihn zu bewegen. Ich komme auch auf euch hinzu. Und? Hast du was herausgefunden? Weißt du was? Weißt du, wo der Boss ist? Sie war dabei, als er entführt wurde. Ist dann rausgeschmissen worden. Okay. Das ist eine völlig absurde Geschichte, aber sie glaubt es. Als ob sie irgendwie es geträumt hätte, habe ich den Eindruck. Ja, erzähl nicht im heißen Brei. Was ist passiert? So eine Gruppe alter Männer in Togen haben sich um Tylers Bett versammelt, haben sie da rausgeschmissen, also mit deutlichen Worten zum Gehen aufgefordert. Der Anführer wohl. Ein alter, stämmiger Mann mit weißem, wallenden Bart. Und die haben angefangen, irgendwelche Gesänge anzustimmen. Was? Sind's verarschen? Das habe ich auch kurz überlegt, aber die Frau glaubt, da bin ich 100%ig sicher.
Blöderweise hilft uns das überhaupt nicht weiter. Kennen wir irgendwen mit einem besonders langen Bart? Du meinst, abgesehen von Santa Claus? Ja. Nö. Vielleicht weiß Pasta irgendwas von denen. Vielleicht. Dafür ist es wieder eine gegnerische Gruppierung. Ja, aber wenn sie nichts weiß und wir nichts wissen... Aber mich wundert, dass sie in dieser komischen Toga-Aufmachung da antanzen. Barfuß wohlgemerkt auch noch, wie wir eh schon teilweise festgestellt hatten. Was soll die Aktion? Und warum schnitten sie denn einen Teppich raus? Das sind alte Männer? Echt? Also wenn wir irgendwo an der Ostküste, würde ich sagen, das war irgendwie ein Club von Professoren, die irgendwie ihr Philosophiespielchen getrieben haben. Aber hier? Ja, und vor allem, was nützt uns das, dass wir das jetzt wissen? Wie sollen wir diese Männer finden? Alte Männer? Wo halten sich alte Männer sonst auf? Clubs. Altersheim? Das auch, aber so alt waren sie. So alt werden sie nicht. Wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ja, wir sollten es Pasta sagen. Na. Vielleicht weiß der was. Vielleicht, naja, ist nur eine vage Vermutung, aber vielleicht sind es ja irgendwelche ehemaligen Freunde von Tyler gewesen. Ja, gute Freunde. Naja, wenn sie jemanden kennt, dann Pasta. Ja, aber wir sollten anrufen. Nicht, dass wir nochmal dem Kollegen von der Ostküste aus New York über den Weg laufen. Nachher fragt er uns wieder, wo Tyler ist. Wir können immer noch nichts Neues sagen. Meinst du, erreichst ihn? Schauen wir mal. Wir wollten doch in die Brauerei. Haben die dein Telefon? Ja, Versuch wert. Ja, weißt du, wo das nächste Telefon ist? Es gibt ja einen Blumenladen, der eins haben könnte. Blumenladen. Die bekannten Blumenladen. Ja, mäßig, da warst du nicht dabei. Die haben vorhin schon irgendwie, waren zutiefst entsetzt, dass ich andeuten könnte, sie könnten für andere Leute Telefonate entgegennehmen. Wenn wir da jetzt hinkommen und sagen, wir würden gerne telefonieren, wäre das sicherlich etwas schräg. Ja, dann schickst du halt mich. Was kann das sein? Club? Geheimgesellschaft? Komm, wo ist dieser Blumenladen? Bring mich da hin. Ja, mach ich. Das war irgendwie in der Parkgegend. Ist nicht so wirklich weit weg, ja. Also ihr geht zurück zum Blumenladen. Ja. Und da Francesco, oder wo negativ aufgefallen ist? Gehst du jetzt rein? Geh ich da mal rein. Ja, Tür geht auf, es bimmelt. Eine schrille, kurzhaarige Blondine steht hinterm Tresen. Guten Tag, Sir. Schönen guten Tag, die Frau. Man hat mir ihr Telefon empfohlen. Dürfte ich das mal eben benutzen? Sir? Sie guckt einmal so nach hinten, nach links und wir sind ein Blumengeschäft, Sir. Ich kram mal $2 raus. Es ist wirklich dringend. Ich weiß nicht, ob das Mr. Muschwitz recht wäre. Warte, ich hab doch einen Charmewert. Ja, gut. Nee, hab ich nicht. Ich hab was anderes. Ich hab überzeugen. Erscheinung hast du ja. Erscheinung. Was, Erscheinung? Ja, könntest du auch auf Charme, ja, ist richtig. Nee, auf Überzeugen hätte ich als Alternative. Überzeugen? Mhm. Was für Argumente bringst du denn vor? Ja, das junge Dame, es geht hier mehr oder weniger um Leben und Tod. Also, das ist wirklich wichtig. Ich werde doch keiner Seele etwas erzählen. Ich meine, ich habe die Information aus vertrauenswürdiger Quelle. Sir, welche Information? Was mit dem Telefon, natürlich. Das müssen wir doch nicht so weit ausbreiten. Junge Dame, ich sehe es auch, sie arbeiten hart. Nehmen Sie. Ja, ich brauche den Job auch hier. Ich kann mir nicht erlauben, dass Mr. Muschwitz mich feuert. Seymour! Nicht gedacht, dass es so kompliziert wird. Ein schlaksiger Brillenträger kommt von hinten angelaufen. Was ist denn, Audrey? Der junge Mann möchte kurz telefonieren. Ich weiß nicht, ob das Mr. Muschwitz recht wäre. Aber er sagt, es ging um Leben und Tod. Naja, wenn er sagt, es geht um Leben und Tod. Ja, es ist wirklich wichtig. Sir. Ja, dann gib mir einmal kurz überzeugen. Oh, schweig. Na ja, dann, Sir, wenn's wirklich wichtig ist, ich glaube, dann geht das wohl. Das Telefon hängt da drüben an der Wand. Aber nicht zu lange telefonieren, Sir. Nein, natürlich nicht. Haben Sie vielen Dank. Ja, ich lass dich mal von der Auskunft erstmal mit dem, keine Ahnung, kann man überhaupt anrufen bei diesem Schnapslager? Bei der Brauerei? Gut, dass du dir darüber vorher Gedanken gemacht hast. Wie sage ich das jetzt? Wir haben doch bestimmt ein Scheinunternehmen vorgestellt, oder? Also ich denke doch, dass wir mit unseren verschiedenen Unternehmungen immer im Kontakt bleiben müssen und wir können es leisten, überall Telefon hinzuverlegen. Geh mal davon aus, dass sie ein Telefon haben, ja. Ja, gut, dann sollen sie mich da mal mit verbinden. Ja, die Verbindung kommt zustande. Ja. Falcone di Maria hier. Ja. Ist denn, wie heißt Pasta gern nochmal mit echten Namen? Luigi, glaube ich, oder? Ist Luigi noch im Haus? Luigi ist noch da, ja. Er ist mit dem Mann aus New York hier. Holen Sie mir ihn sofort ans Telefon, es ist wichtig. Aber seien Sie diskret.
Diskret. Alles klar, Sir. Moment. Es dauert eine Weile. Die zwei Bediensteten im Blumengeschäft blicken immer wieder nervös zu dir rüber. Ja, ich nicke noch freundlich zu. So. Ich versuche natürlich so zu sprechen, dass die das nicht mitkriegen, was ich sage. Falcone? Was, Sir? Was ist los? Habt ihr Tyler? Nein, aber wir haben die Frau gefunden, mit der er zusammen war. Die erzählt wirres Zeug. Die hat uns erzählt, dass in der Nacht irgendwie alte Männer mit langen Bärten in Toben ankamen und an seinem Zimmer gesungen haben. Ich weiß, es hört sich ziemlich bescheuert an, aber sie war wohl glaubwürdig. Alte Männer mit Toben? Und wir haben gehofft, dass du vielleicht irgendwelche Leute kennst. Erzählt ihr euch was vom Nikolaus oder was? Und ihr glaubt ihr das? Francesco hat ihr geglaubt, also bleibt mir auch nicht anderes übrig. Hör zu, Pasta, mir gefällt die Sache auch nicht, aber kennst du vielleicht irgendwelche alten Freunde vom Boss oder so? Was für alte Freunde? Womit? Mit weißem Rauschebart oder so? Ja, mehr hat sie jetzt auch nicht gesagt. Verdammt, Falcone. Die Sache ist wirklich ernst. Lasst euch was einfallen. Okay, du weißt das auch nicht? Nee. Verdammt. Okay, wir suchen weiter. Ja, und vergesst den Termin nicht. Wir geben unser Bestes. Seid bloß pünktlich. Ich habe Eindruck, dass Delane nicht gerade gut zu sprechen ist hier. Und findet verdammt nochmal Tyler. Verstanden. Klick. Okay, er hat aufgelegt, ich bleib noch am Telefon. Dann sag ich, okay, also so, dass sie das auch hören, die anderen. Okay, vielen Dank, haben Sie Dank. Das könnte ihm das Leben retten. Und ich leg auf. Ja, und dann gehe ich nochmal joggenderweise zu den zwei Bediensteten. Haben Sie vielen Dank. Ich werde am Wochenende einen dicken Blumenstrauß bei Ihnen kaufen, okay? Ich komme wieder. Alles klasse. Was für Blumen soll es denn sein, Sir? Die schönsten Rosen, die Sie haben. Wie viele? Ja, wie viele nimmt man da so? 20? Na, das kommt drauf an, wie lieb Sie die gute Frau haben. Ist es für Ihre Mutter oder ist es für eine holde junge Frau? Ja, also zweiteres. Sie machen das schon. Müssen Sie sich bei ihr entschuldigen oder ist das für ein Date? Sie schaffen das schon und ich gehe raus. Aber Sir, kling und ist da draußen. Oh Mann, ich stehe draußen und roll das mit den Augen und such die Jungs. Aber du hast es überlebt. Jungs. Was sagt Pastor Gunn? Er weiß auch nicht. Der Typ wird ungeduldig aus New York. Ich habe das Gefühl, wir sind am Arsch. Ich auch. Wie weit ist die Uni entfernt von hier? Die Uni? Ja, die Universität von Chicago. Irgendwas gibt es hier bestimmt. Ja. Das ist eine ganze Ecke weg. Also zu Fuß eine lange Ecke, aber mit dem Auto sicherlich eine Viertelstunde, 20 Minuten. Vom Gefühl her sind übrigens 4 Uhr nachmittags. Oh, ja. Gibt es hier irgendeinen griechischen Tempel oder so? Einen griechischen Tempel? Ich meine, ein paar Leute in Togen werden ja wohl auffallen. Oder waren es vielleicht diese komischen Inder oder wie die sich nennen? Das ist die nächste Volksgruppe. Ich fische im Trüben. Das merkt man. Ach. Wenn die so aussehen, dass sie sich irgendwie so antik anziehen und irgendwie alte Männer, da denke ich halt wirklich an Professoren. Irgendwie so ein Club von Professoren oder sowas. Irgendein Gesangsclub. Ja, vielleicht auch das. Der ja, Schauspieler. Ein Abendchor. Und ich kenne zufällig den Hausmeister der Universität. Und wenn da irgendwie so ein Club auf dem Campus ist, dann weiß der das. Und wie oft kommt sowas vor? Ist ja, wie du schon sagst, im Trüben fischen. Aber ich habe nichts Besseres zu bieten gerade. Das kann doch nicht sein. Sind wir in irgendeiner Show? Also, ihr habt noch Zeit für eine Aktion, bis es Zeit fürs Abendessen wird. Haben wir irgendwas übersehen? Ich wüsste nicht was. Komm, schränk dich an, denk nach. Kann ich meinen alten Kumpel Charlie dort anrufen an der Uni? Weiß nicht, ob der Hausmeister das Telefon behütet. Oh, du darfst jetzt bloß nicht in den Blumenladen zurück. Nee, in jeden Laden und nicht in den da. Tendenziell würde ich sagen, dann eher hingehen. Der Hausmeister wird sicherlich kein Telefon haben. Es sei denn, er hütet das halt, aber dann wäre es eher der, vermutlich haben die da irgendwo auch eine Rezeption oder sowas. War da nicht damals im Lagerhaus, war das nicht auch so ein alter Sack, der abgehauen ist? Ich weiß, ich habe den nicht mehr gesehen, glaube ich. Im Grunde haben wir, glaube ich, nur noch die Tür klappern hören, oder? Außerdem war das alles Iren. Und Iren laufen nicht irgendwie in der Toga rum. Nicht? Ich glaube nicht. Weiß ich natürlich nicht. Ich kenne auch keine anderen Leute, die heutzutage noch in der Toga rumrennen. Es wird echt immer verrückter. Ja, aber letztlich, ich weiß nichts anderes. Und wenn ihr was anderes machen wollt, fahre ich mit dem Auto zur Uni? Wir haben keine Zeit. Was machen wir, wenn wir mit Tyler nicht... Der Typ aus New York, der reißt uns den Arsch auf. Südamerika soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Oh Mann, alte Männer in Toren, irgendwelche Gesänge. Das, also, so ein Uniclub, das könnt ihr mir wirklich vorstellen, aber
Sonst habe ich nicht den geringsten Plan. Also ihr unterhaltet euch, während ihr jetzt fahrt, ja? Ja, wir haben da oben nichts Besseres vor. In welche Richtung geht die Uni? Südosten. Südosten, na, da müssen wir eh hin in die Richtung. Warum klauen alte Männer in Togen einen fucking Lieferwagen und stellen den wieder zurück? Stimmt, in dem Viertel, aber wir können jetzt nicht die Chinesen befragen, ob sie alte Leute in Togen kennen. Das haben wir uns irgendwie verbaut. Wie konnte das nur passieren? Irgendwer muss sie doch kennen. Warum hat der Portier uns das nicht gleich gesagt? Na, der hat die ja nicht gesehen, meine ich. Was mit dem Penner in der Gasse? Alte Männer in Togen, ich, oh Gott. Vielleicht haben wir ja Glück und Tyler kommt einfach so wieder zurück heute am Abend. Hau ich mal einen auf den Hinterkopf. Aua. Ich glaube, das hilft nicht. Warum machst du es trotzdem? Das war ein Reflex. Tut mir leid. Okay, ihr fahrt vor der Uni vor? Ja, ich weiß hier nichts Besseres. In dem Viertel, wo die Wäscherei ist, können wir auch nicht groß rumfragen. Was ist das denn für eine komische Story? Immerhin, ein weiterer Hinweis, dieser Zettel, den wir in dem Lieferwagen gefunden haben, das schien ja durchaus eine Handschrift mit Übung gewesen zu sein. Was stand nochmal auf dem Zettel? Wir leihen uns ihren Lieferwagen aus für eine kleine Entschädigung oder sowas in der Art. Also, von wie vielen Männern hat sie gesprochen? Eine Gruppe, Dutzend oder sowas war es. Dutzend? Oder, ja, immer weniger. Aber sie hat es nicht konkret benannt. Aber basierend auf den Schilderungen des komischen Kerls am Hinterausgang von Tyler Banks Wohnung dürfte es ein halbes Dutzend gewesen sein. Halbes Dutzend, okay. Das hört sich auch glaubwürdig an. Neige in meiner aufkommenden Panik halt etwas zur Übertreibung. Und stürmst damit ins Gebäude rein auf dem Weg zu Charlie. Genau, das, was ich tun wollte, ja. Den triffst du auch an auf dem Flur mit einem Wischmopp in der Hand. Selbst wenn er was weiß, was machen wir dann? Ich weiß nicht. Das werden wir dann wissen, wenn er was weiß. Flucht ein bisschen rum. Charlie, hey, Studenten, komm her, alter Knabe. Dreckskerle. Was ist passiert? Ach, immer die Sauerei hier. Könnt ihr ja nicht mal die Füße abtreten. Oh, Francesco, du bist es. Was führt dich hierher? Eine Frage. Gibt's hier irgendwie einen Club oder sowas von Professoren? Ein Club von Professoren? Hm. Wo sie regelmäßig treffen und komische Sachen machen. Komische Sachen? Wenn du mich fragst, die ganzen Professoren machen komische Sachen, ne? Du verstehst schon, was ich meine. Ja. Ja, so in Toga rumrennen oder sowas. Vielleicht irgendein alter Gesangsclub von alten Männern oder so? Eine Tenorversammlung? Er blickt dich an. Das ist ein Student? Was? Nein. Nee, der bestimmt nicht. Aber es ist doch schon so, dass die Professoren hier alle etwas älter sind, Bärte haben und so. Na. Es gibt ein paar mit einem Bart, aber und ein paar ältere. Das Klischee, ich weiß. Ja. Wieso? Was haben die ausgefressen? Naja, also es ist völlig, also ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das wirklich ist, aber wenn meine einzige verbliebene Spur stimmt, dann haben die vielleicht meinen Boss entführt. Ich guck dich völlig fassungslos an. Das macht der Charlie auch. Die Professoren haben deinen Boss entführt? Ja, ich sage ja, das ist völlig Unsinn, aber... Francesco, geht's dir gut? Ich glaube nicht. Komm, Charlie, wir kennen uns wie lange? 20, 30 Jahre? Ja, ja, und so einen Mist hast du noch nie verzapft. Ja, aber du weißt ja, man gerät da manchmal in Dinge rein. Also, wenn du hier irgendjemanden verstecken würdest, wo wäre das? Hier, an der Universität? Ja. Oh. Das Gebäude ist schon groß. Es gibt viele Möglichkeiten, hier jemanden zu verstecken. Vielleicht, was ist das mit dieser Schmutzspur, von der du gesprochen hast? Vielleicht ist das irgendwie, da haben sie den hinter sich hergeräumt, als sie ihn hergebracht haben. Ja, guck da hier auf den Boden. Studentenpack hier. Draußen wieder über den Rasen gelaufen und den ganzen Dreck hier mit reingetragen. Mhm. Wohin denn? Geht das irgendwie noch weiter? Ja, du siehst das da, den ganzen Flur entlang überall so Dreckspuren sind. Jeden Tag dasselbe. Ja. Bin ich froh, wenn dieser Winter vorbei ist und die Regenzeit aufhört. Ich komme ja nicht mehr hinterher mit sauber machen. Ich guck mal auf die Spuren, gehe mal ein paar Schritte, wo er noch nicht sauber gemacht hat. Sehen die irgendwie aus, als wären die von barfußigen Schritten? Nein, nein. Und es sind auch keine Schleifspuren, wenn du das erwartest. Ja, aber wie gesagt, die Verzweiflung nagt an mir. Ich gehe ihnen mal nach. Ich werf selbst mal einen Blick, Charlie. Ich komme gleich wieder. Die Spuren gegen den Gang entlang, rechts und links, zweigen sie ab und zu mal ab in irgendwelche Räume. Kommt ihr mit? Was sollen wir tun? Ja, wie gesagt, wenn ihr hinterher kommen wollt, klar. Rechts oder links? Die gehen in zwei Richtungen. Mhm. Ach, Scheiße. Links. Du stößt die Tür auf und stehst in einem großen Hörsaal.
gefüllt mit Studenten. Vorne steht ein Dozent. Was ist das Thema? Englische Literatur. Der Dozent schaut ein wenig überrascht in eure Richtung. Sir, haben Sie sich verlaufen? Sie stören hier eine Vorlesung. Ist das hier nicht das Personalbüro? Ich zieh dich wieder raus. Offenbar nicht. Verzeihung. Und mach die Tür wieder zu. Offenbar doch nur Studenten, die Dreck reingeschleift haben. War zu erwarten. Okay, also nochmal zu Charlie. Mhm. Wirkliches Dreckspack, deine Studenten hier. Sag ich doch. Kein Respekt vor deiner Arbeit. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, irgendwelche Kellerräume oder sowas hier. Scheinst zu scherzen. Du weißt doch, dass die ganze Uni unterkellert ist. Hier gibt's Lagerräume ohne Ende. Na toll. Wie sollen wir die nächsten halben Stunde irgendwie alle durchgucken? Gibt es jetzt irgendwie Professur für Griechisch oder so? Ja, natürlich. Für dieses altes Zeug da. So eine Fakultät da hinten. Ja, lass uns da mal hingehen. Okay. Danke, Charlie. Ja, nicht zu danken. Sprich, da stopft seinen Mopf wieder in den Wassereimer. Apropos, könnten wir die Kellerschlüssel bekommen? Was für Schlüssel? Gibt's keine Schlüssel? Alles offen? Natürlich sind die abgeschlossen und natürlich gibt's einen Schlüssel dafür. Ja, dann her damit. Bitte. Komm schon, alte Zeiten weg. Ist wirklich sehr wichtig. Du weißt schon, dass ich meinen Job verlieren kann hier? Ach, das wird schon niemand mitkriegen. Kriegst den gleich wieder. Okay, ich verlasse mich auf dich. Kannst du. Habe ich dich hier enttäuscht? Naja, außer damals, da das eine Mal. Aber das lassen wir mal lieber. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Ja, danke, Charlie. Schlüssel und los. Hey, Jungs, ich habe mal früher mit meiner Mutter so eine Bilderbücher vorgelesen. Da war auch irgendwie was von Männern in Togen und langen Bärten und Löwen kam auch ab und zu mal vor. Und das war was für eine Geschichte? Naja, irgendwie was mit Griechenland oder so. Herkules, wie er den Löwen erschlagen hat oder so? Oliven und so ein Zeug. Sehe ich schon. Wir kommen gleich das hier. Naja, aber, also, die sind auch barfuß rumgelaufen meist. Ich weiß nicht, ich fürchte im Trüben, aber irgendwie ist das jetzt die beste Verbindung, die ich habe. Denke auch. Griechen. Selig sind die Griechen. Fangen wir da an. Die Greco-Familie. So schließt sich der Kreis. Ja, aber die Griechen wohnen doch nicht hier in der Universität, sondern im Griechenviertel, oder? Falls es sowas hier überhaupt gibt. Nein, aber an jeder guten Universität wird Griechisch unterrichtet. Okay. Sprich da, während er die Treppe hinunter in den Keller fährt. Ich habe nur Latein lernen dürfen. Aber ist auch historisch. Die Greco-Familie. Ihr steht nämlich jetzt im dunklen Keller. Ich ziehe mein Feuerzeug hervor und... Was erwartest du jetzt hier zu finden? Meinst du, dass jetzt Tyler hinter jeder Tür sitzen könnte? Nicht hinter jeder, nur hinter einer. Nur ganz kurz einen Schritt zurück. Warum sind wir hier? Wegen der Griechenprofessur. Hab ich doch gerade erklärt. Alte Männer in historischen Gewändern können nur Professoren sein. Wer anders würde so nicht rumlaufen. Und vergiss den Löwen nicht. Ja. Wenn das für euch Sinn macht, gut. Nein, macht es nicht, aber ich habe keine bessere Idee. Das heißt, wir durchsuchen den Keller. Wir werfen mal einen Blick rein. Jeden einzelnen Raum des Kellers. Das halte ich für keine gute Idee. Wir können ja mal gucken, ob wir da, wenn wir erstmal im Keller sind, irgendwelche Spuren finden wieder. Das ist eine bessere Idee. Frag nicht, helf uns lieber. Es sei denn, du hast eine bessere Idee, wie wir bisher. Das bezweifle ich aber. Also ich sehe nichts. Ach. Du hast schon gewürfelt. Was sollen wir auch würfeln? Es ist ja auch ziemlich dunkel da unten. Und dein kleines Licht, dein Feuerzeug, beleuchtet so 50 Zentimeter um dich herum. Es ist ein langer Gang, rechts und links gehen Türen ab. Das kann man so erkennen, aber ihr könnt nicht bis zum Ende des Ganges blicken, weil, wie gesagt, ist dunkel. Ich suche mal nach einem Lichtschalter. Da gibt's ja irgendwie Lichtschalter oder gibt's ja irgendwie Lichter zu mitnehmen, irgendwie Laternen oder Taschenlampen oder so. Es gibt einen Lichtschalter. Ah. Den wollte ich anmachen. Ja. Es wird dezent heller. Es ist so jetzt eine Beleuchtung, die ausreichend ist, dass man nicht über irgendwas drüber stolpert, aber mehr tun die Funzeln da jetzt auch nicht. Das ist wirklich eine spärliche Beleuchtung. Gucken halt da mal direkt unter den Funzeln. Da ist die Chance noch am größten, vermute ich. Am Boden ist nichts. Sehr schön sauber. Also die Dreckspuren, die so oben zu sehen waren, sind hier unten nicht. Charlie mit seinem Putzfimmel. Ja, dann mal rechts, links Türen aufgucken. Also ihr seht mindestens ein Dutzend Türen. Rechts sechs, links sechs. Fang vorne an, enden hinten. Mhm. Vielleicht sollten wir ein paar Studenten befragen. Vielleicht gibt es hier wirklich einen Professor, der so rumläuft, wie die Frau beschrieben hat. Aber kann ja sein. Wer von euch ist im studentischen Alter? Beide. Ja, wir beide. Na, dann mal los. Ich mache hier inzwischen die Türen auf. Okay, ja gut.
Falcone und Jacopo stapfen also die Treppe wieder rauf, während Francesco sich an den Türen zu schaffen macht. Hinter der ersten Türe findest du einen Lagerraum, da stehen eine Reihe kaputter Stühle, welche Bänke. Ja, also altes, gebrauchtes Mobiliar, das da rumsteht. Auf keiner der Bänke liegt Tyler. Lass mich gerade nachdenken. Nein. Ja, ich mache halt weiter, bis ich entweder Tyler oder irgendwie eine Wäschetraube mit Token finde oder irgend sowas in der Art. Irgendwelche Spuren, dass irgendwo eine Geheimtür hinter ist, weil da irgendwie Kratzspuren bei einem Regal sind. Keine Ahnung. Also die Kammern sind alle etwa gleich groß. Lediglich auf der gegenüberliegenden Seite, da ist der Heizungsraum. Großer Heizkessel drin. Jede Menge Kohle liegt da. Dreckige Schaufel. Ja, Kohle könnte ich auch. Ist recht warm in dem Kellerraum. Okay, ich gucke mich da mal etwas gründlicher um. Mhm. Was machen Falcone und Jacopo derweil oben? Ja, wir splitten uns auf und ich suche ein paar Studenten, die hier in diesem Abteil hier rumgucken, im griechischen Abteil. Sind recht wenig Studenten auf den Gängen unterwegs. Scheint also gerade irgendwie Vorlesungszeit zu sein. Ja, ich halte halt den Erstmöglichen an oder die Erstmögliche. Durften da Frauen schon studieren? Sehr wenig. Es wird wahrscheinlich ein Mann sein. Genau, es okay. ist ein Mann. Etwas jünger als du. Hey, Entschuldigung. Was ist los, Kumpel? Du studierst hier Griechisch? Sehe ich so aus? Naja, keine Ahnung. Dicke Brille auf der Nase, klein, schlaksig. Ich denke, das ist hier die Professur für Griechisch. Nee, lass mich mit dem griechischen Kram in Frieden. Naturwissenschaften will ich. Mathematik, das ist mein Fach. Aber du kennst nicht vielleicht doch zufällig irgendwie einen Professor, der irgendwie mit Toga rumläuft, barfuß, langer Bart? Nee, ist schon klar. Ja, komm, ich verarsche dich nur, Kumpel. Nee, das merke ich schon, sagt er, dreht sich um und geht. Ich drehe mich so, verdammt, ich suche den Nächsten. Hättest du vielleicht die Toga nicht erwähnen sollen, sondern einfach nur nach langem Bart fragen. Ja, Francesco stapft unten durch den Heizungskeller und findet da außer jede Menge Kohle halt nix. So, muss ich gerade nur an ein Asterix-Heft denken, wo sie sich in einen Kohlenhaufen versteckt haben. Würdest du drin rumwühlen? Nein, ich weiß, wie Asterix und Obelix hinterher aussahen und werde es nicht tun. Gefühlt habt ihr noch so circa eine halbe Stunde. Soll man Jacopo sein Glück versuchen? Jacopo spricht den nächsten Studenten an, der da vollerweil läuft. Gibt's hier, also, hier gibt's nicht nur euch junge Leute, oder? Sondern auch ältere, Leute, so Männer mit weißen Bärten und so, die komisches Gewand anhaben. Okay. Du meinst so wie der Nikolaus? Haut dir einmal ja, fest genau gegen so. Die Schulter und zieht lachend davon. Der war gut. Warum müsst ihr mich nicht? Habt ihr das gehört? Der sucht den Nikolaus. Oh Mann. Ja, aber nein, ich wollte doch. Ja, Francesco steht unten im Keller nicht. Wieder auf dem Flur. Ja, gibt's noch weitere Türen? Ja, wie gesagt, es gibt ein gutes Dutzend da unten. Ja, ich wusste nicht, wie viel der jetzt da jetzt das Keller war. Ich mach reihenweise Türen auf. Einfach schnell einen Blick rein. Der nächste Raum ist voller Regale mit Glasflaschen. Ja, toll. Es stinkt gewaltig. Dann den nächsten. Wir können das ruhig abkürzen. Genau, so geht Francesco von Tür zu Tür, findet allerlei komischen Kram, antikes Zeug, irgendwelche Chemikalien, irgendwelche Kisten, aber keine Anzeichen von Tyler. Während Falcone und Jacopo sich ganz langsam einen Studenten nach dem anderen vorknöpfen, der ihnen über den Weg läuft. Oh Mann. Ich hatte doch mal die Greco-Familie schon mal verdächtigt, oder? Irgendwann geht eine Klingel und wenn ihr so auf die Uhr schaut, dann stellt ihr fest, es ist 17 Uhr. Es wird dringend Zeit. Ach du. Ja, dann halt zurück. Und wir müssen zusehen, dass Pastagan wie das der Schuldige ist. Was? Ja? Hast du das gerade laut gesagt? Ihr stapft wieder Richtung Auto, ja? Ja, zu euch beiden halt. Francesco, gib mir mal gerade einmal auf Glück. Glück. Ich und Glück. Da ist Tyler. Da läuft er gerade lang. Würfel mal eine 1 jetzt. Wenn du eine 1 würfelst, dürfen wir uns das wünschen, okay? Und 100. Kurz bevor du das Universitätsgebäude verlässt, hörst du hinter dir ein lautes Rufen. Francesco! Ach, der will seine Schlüssel zurückhaben. Ich drehe mich um. Du siehst einen ziemlich wutentbrannten Charlie da stehen und vor dir siehst du eine schwarze Spur auf dem Fußboden.
Ich hab nicht in den Kohlen gewühlt. Oh Mann. Ich gehe zurück, gebe ihm die Schlüssel, sorry, vergessen, und gehe dann wieder. Ein Freund weniger. Okay, ich steige ins Auto und fahrt wieder ins Viertel. Kennen wir nicht irgendwen, der uns gut gesonnen ist, der die Greco-Familie gut kennt oder so? Südamerika. Sehr schön, wirklich. Besonders um diese Jahreszeit. Ich bin tot, ich bin tot. Das kann doch nur noch die Greco-Familie sein, oder? Ich bin tot. Es ist sehr auffällig, wie Michael schweigt, wenn ich die Greco-Familie anspreche. Ja, weil das genauso absurd ist wie die Uni, da hat er auch nicht viel zu gesagt. Warum ist das so absurd? Toga, lange Bärte, barfuß. Greco. Greco. Das wird die entscheidende Spur. Macht alles. Hätte das ja von vornherein irgendwo auf ein Schild in Tylers Wohnung schreiben können. Wer genau waren nochmal die Grecos? Was haben wir denen abgeluchst? Das waren die, die ihren Anführer verloren hatten und deshalb zu uns kommen wollten. Aha, jetzt brauchen sie nämlich einen neuen Anführer und dafür haben sie Tyler irgendwelchen Ritual unterzogen. Die hatten Tyler ja schon, also praktisch, weil sie ja zu uns gehört. Ja, ja. Okay, wir fahren zum Restaurant, da ist es eh. Weil so sind sie an ihn rangekommen. Die haben ihren Boss verloren. Aber auch die Grecos waren auch Italiener wie wir. Warte, gehören nicht Daniel und Leonardo zu den Grecos? Genau. Das ist doch die Frage. Hatte euer alter Boss einen langen Bart und er hat es vielleicht doch nicht gestorben? Ja, lass mal einfach fragen. Fahrt ihr direkt zum Restaurant da, Maria? Wann wird das Abendessen angesetzt? 19 Uhr, oder? 18 Uhr. Jetzt sozusagen. Genau. Wann kommen wir denn an, wenn wir direkt dahin fahren? Wenn ihr direkt dahin fahrt, dann seid ihr um 5:30 da. Ich wisch vor dem Einsteigen in mein Auto noch die Schuhe ab. Wie weit ist es vom Hauptquartier bis dahin? 10 Minuten. Mit dem Auto. Das heißt, ich würde es einmal hinschaffen, die beiden Aufgaben und wieder zurückschaffen. Das könntest du schaffen, ja. Okay, ich fahre halt ein bisschen schneller. Ja, Francesco, okay, hier ist der Plan. Also ihr fahrt doch mal schnell im Hauptquartier vorbei. Okay, oder halt so. Warum nicht gleich? Ja, können wir ja auch so. Da trefft ihr auf Gabriele und Leonardo, ne? Nee, Daniele, genau. Außer Gabriele Greco ist da. Alter Mann mit wallendem weißen Bart. Nein, kein Mann mit weißem langen Bart im Hauptquartier. Aber Daniele und Leonardo sind dabei beschäftigt, irgendwelche Kisten zu verladen auf irgendeinen LKW. Ah, gut, ihr bringt die Sachen schon mal in Sicherheit. Daniele! Was ist los? Hey, Leonardo, komm mal ran. Wir haben es eilig. Okay, Falcone, was ist los? Was gibt's? Ihr wart doch lange Zeit bei den Grecos. Ja, klar. Bis euer Boss leider gestorben ist. Genau. Beeil dich, ruf ich. Kennt ihr irgendwelche Greco-Mitglieder, die ältere Männer waren? Mit langen Bärten? Ja, ein paar ältere gibt's schon, aber mit langen Bärten? Nee. Oder was meinst du, Leonardo? Nee, hab ich nie gesehen. Ja, und echt nicht? Nee, kannst du es glauben? Wieso? Was ist mit denen? Suchst du einen? Ja, wir suchen irgendwelche Männer mit langen Bärten. Ich kann ja mal die Augen aufhalten, mal nachfragen oder so. Ich wüsste jetzt keinen. Hatten irgendwie, keine Ahnung, die Oberhäupter irgendwelche Rituale oder? Ich meine, wie verbunden waren die denn noch zu ihren griechischen Kulturen, Wurzeln? Hey, das sind Italiener. Naja, es gibt ja auch in Sizilien noch ein griechisches Dorf. Also ich habe keinen Griechen nicht gesehen. Nee, okay. Ja, dann macht mal eure Arbeit weiter. Okay. Trotzdem danke. Ich renne zurück zum Auto. Ja. Ein weiterer leerer Gang, in den ich reingerannt bin und ohne etwas herausgekommen bin. Aber mit leeren Gängen kennen wir uns ja jetzt alle aus. Ein weiterer Punkt auf unserer langen Liste von Fehlschlägen. Tja. Mehr als Geigenhumor habe ich nicht zu bieten. Lass es den dort machen. Wir brauchen eine Strategie für das Essen gleich, weil wir Burger kriegen werden. Ganz gewaltig Ärger. Ich überlasse dir das Reden. Das ist meine Strategie. Das ist prinzipiell eine gute Idee. Also ich gehe immer noch davon aus, dass Tyler dann einfach dort ist. Was sicher so sein wird. Hast du schon mal Lotto gespielt, Junge? Es hat ihm ja keiner gesagt, dass das Treffen ist, weil ihn ja keiner gesehen hat. Aber es sei natürlich, er liegt im Keller, weil das ja Grecos sind. Ja, sehr gute Idee. Ihr haltet vor da Maria. Ja, also die Frage ist jetzt echt, wen müssen wir leider schießen? Aber egal, das klären wir dann, wenn ich... Oder entscheidet das spontan. Oh Mann, Jungs. War schön mit euch. Recht pünktlich erscheint ihr da, als auch schon Luigi mit Jimmy Delane um die Ecke kommt. Die beiden halten vor dem kleinen Restaurant.
Geht ihr zu denen oder steht ihr schon da? Wir werden wohl am Eingang oder so warten, oder? Im Tür aufhalten. Höchstens. Ja, wenn sie kommen, renne ich hin und halte die Tür auf. Jimmy Delane guckt euch an und guckt mal eben da in dieses kleine Restaurant rein und sagt, ist das euer Ernst? Hier? Es mag unscheinbar aussehen, Sir, aber die Lasagne ist einfach nur göttlich. Er guckt da mal so rein und, nee, kommt. Gibt da bestimmt was Besseres in der Stadt, oder? Ich guck mal, aufgeschmissen fragend zu Pastagan. Besser vielleicht, aber weniger heimelig. Pastagan zuckt mit der Schulter und ja, klar, lasst uns in die City fahren. Wenn sich der Typ von New York umdreht, zuck ich sie mit den Achseln so fragend. Ist das euer Auto? Ja, meins. Na dann, komm, fahrt in die Stadt. Ich tapp's Falconus an. Ja, aber dann weiß ja Tyler nicht, wo wir sind, wenn wir woanders hinfahren. Halt die Schnauze! Okay. Zielstrebig geht Jimmy Delane auf das Auto zu. Auf unser Auto? Ja, natürlich. Du meinst, ja? Ich dachte, die sind in mein Auto gekommen. Nö, die beiden sind zu Fuß um die Ecke gekommen. Ah, okay, da hatte ich auch ein bisschen was. Warum, wem habe ich denn die Tür aufgehalten? Die Tür zum Restaurant wolltest du aufhalten. Ja, dann halte ich ihm jetzt die Tür auf. Okay, er steigt ein, Francesco setzt sich auf den Fahrersitz. Ich würde mir Francesco nochmal vorher schnappen. So etwas weiter wegtreten. Ja. Der wäre in irgendein besseres Restaurant. Ich hoffe, du kennst was. Dem Namen nach. Und tippt dir so mal aufmunternd auf die Schulter und steig nach hinten. Warte mal kurz. Wir müssen den Typen loswerden. Deine Scherze werden langsam ziemlich unlustig. Sieh zu. Pastagan winkt ein vorbeifahrendes Fahrzeug heran, ein Taxi, und winkt Jacopo zu sich und sagt, komm, einsteigen. Passen ja nicht alle da vorne rein. Okay, Boss. Steigt selber auch ein. Ich steig vorne ein, bei mir. Und ja, ich meine, man kennt die Restaurants einer Stadt dem Namen nach, wenn das die edlen Schuppen sind. In welchem Auto sitze ich jetzt? Du sitzt bei mir im Auto. Falcone und Francesco sitzen zusammen mit Jimmy Delane in Francescos Auto und okay. Ich mach ihm den Bodyguard. Luigi sitzt mit Jacopo im Taxi. Und ja, du kennst natürlich eine ganze Reihe an Lokalitäten. Was? Luigi lässt uns alleine? Ja. Luigi sitzt im Taxi hinter euch zusammen mit Jacopo, ja. Ich vermute mal ganz stark, dass er Jacopo fragen will. Und ja, also es gibt durchaus ein paar Luxushotels, an denen dann auch ein Restaurant mit angeschlossen ist. Das wäre vielleicht so deine erste Wahl jetzt. Ich weiß bloß nicht, ob ich wirklich hinfahre oder mir irgendeine stille Ecke suche, wo man ihn los wird. Ach Mann. Aber vielleicht reicht das auch auf dem Rückweg. Gucken wir erstmal, wie es sich entwickelt. Immerhin können wir jetzt sagen, dass Tyler ja nicht wusste, dass wir hierher sind. Ihr fahrt oder haltet vor dem Hotel. Parkplätze zu finden ist jetzt nicht wirklich schwierig, beziehungsweise da ist dann auch ein Portier, der euch das Fahrzeug abnimmt. Als ihr das Gebäude betretet, kassieren vor allen Dingen Falcone und Jacopo eher geringschätzige Blicke. Aber Jimmy Delane sagt, na, das ist doch schon eher nach meinem Geschmack hier. Nun, es hat sicherlich Klasse, aber wir dachten was Heimeligeres. Aber natürlich, wie du willst, Jimmy. Der Herr Gast ist König. Ja. Ihr werdet einem Tisch zugewiesen. Die Speisekarte ist komplett in Französisch gehalten. Oh Gott, guck mal, die bieten hier Schmerz an. Was? Schmerz? Blank? Zu jedem Vorgang? Krapses. Ja, gibt genau zwei Möglichkeiten. Wenn Jimmy zuerst bestellt, dann nehme ich das, was er... Der hat... Ja, genau. Er hat sich relativ schnell entschieden. Ich sage dann einfach, ich nehme das, was er nimmt. Ich sage einfach, ich nehme das Gleiche. Sollen wir denn bestellen? Ja, ihr könnt bestellen. Ich frag den Ober, was er mir empfehlen kann. Das war die zweite Möglichkeit, ja. Er rattert dir auf Französisch eine ganze Reihe an Gerichten runter. Ja, das letzte hört sich gut an. Sehr wohl, Sir. Eine ausgezeichnete Wahl. Für mich auch, bitte. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Wo ist Tyler? Er blickt jeden Einzelnen von euch an. Wo ist Tyler? Spreche ich Chinesisch? Ja. Luigi! Sir, ich weiß auch nicht, wo er steckt. Francesco, wo ist Tyler? Ihr solltet ihn noch bringen. Nun, der Boss, ihr kennt ihn, Tyler, wie er nun mal so ist. Und so ist er nun mal. hat sich blöderweise mit dieser Nutte irgendwie von einer anderen Gang erwischen lassen. Ich vermute ganz stark, dass es die Iren waren, mit denen wir ja schon zu tun hatten. Die Iren. Und die Iren haben Tyler entführt, sagt Jimmy. Davon gehe ich aus, ja. Wir hatten zuerst geglaubt, dass es die Chinesen gewesen sein könnten, aber
Die Chinesen. Sie waren es vermutlich doch nicht. Ian, wir hatten schon eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Oben an der North Side heißt es, glaube ich. Ja, genau. Ich fange schon mal innerlich zu beten an. Ich reite da schon mal alles runter. Sei gnädig. Es ist ja schlimmer hier in Chicago, als wir befürchtet haben. Ja, Ombra sollte auf ihn aufpassen, aber der Lump hat sich seit Tagen nicht mehr blicken lassen. Wer ist Ombra? Das ist schlimmer und schlimmer. Ombra, das war die Nummer 3 der Gang, direkt nach Luigi hier. Der hatte für alles die Verantwortung, insbesondere für die Sicherheit von Tyler. Meint es war Ombra? Wo steckt der Kerl jetzt? Ja, der hat sich abgesetzt, nachdem er mitbekommen hat, dass er versagt hat. Aber wir finden ihn schon, der kann nicht weit kommen. Ja, aber auch dringend nötig. Ja. Wie gesagt, in New York, wir machen uns ziemlich Gedanken um das, was hier in Chicago passiert. Ehrlich gesagt, die Familien und Syndikate sind nicht wirklich glücklich, was hier abgeht. Vor allen Dingen, was hier Al Capone hier von sich lässt. Ja, wer ist das schon? Man hat mich hierher geschickt, um da mal ein bisschen für Ordnung zu sorgen und hier alle wieder ein bisschen einzufangen. Hat ja keinen Zweck, wenn wir uns hier gegenseitig an die Gurgel gehen und umbringen. Ja, natürlich nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn, überhaupt keinen Sinn. Jetzt auch noch Tyler Banks. Aber eine starke Hand mal ganz gut. Den Eindruck habe ich allerdings auch. Und ich glaube, auf Capone können wir uns hier wirklich nicht mehr verlassen. Ach, der Mistkerl. Er kompensiert doch auch nur mit seinem Gehabe, dass er von Natur aus ein bisschen zu kurz geraten ist, oder? Sagt man so, ja. Darf ich mal in der Zwischenzeit so Pasta beobachten? Das darfst du machen, ja. Der nickt einfach nur eifrig, immer wenn Jimmy Delane was sagt. Sehr, sehr zustimmend und... Das ist etwas überfordert, der gute Mann. So, so könnte man es vielleicht nennen gerade, ja. Also die Bosse in New York sind wirklich beunruhigt, dass mit dem ganzen, den Unruhen hier, ihr die Behörden vielleicht noch auf die Spur unserer Syndikate bringt. Wäre nicht gut fürs Geschäft. Es wäre wirklich nicht gut fürs Geschäft. Das muss aufhören. Ja, aber es entwickelt sich ja alles ganz gut. Sobald Tyler zurück ist, wird er wieder fest im Sattel sitzen und wir haben ja kräftig expandiert die letzte Zeit. Wir kriegen so die Läden wieder unter einer Haube zusammen. Jacopo, macht mir bitte einmal auf Verborgenes erkennen. Okay. Die Getränke kommen, das Essen kommt. Jimmy Delane berichtet von den Sorgen, die da aus New York kommen. Und okay, alles ein Fehlschlag. Und dass ein großes Treffen in Atlantic City angesetzt ist im Mai, bei dem sich alle Familien irgendwie zusammentreffen sollen, um zu klären, was da läuft. Und bis dahin sollte in Chicago auf alle Fälle wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Ach, da habe ich gar keinen Zweifel dran, Jimmy. Das machen wir schon. Klar, klar, Jimmy, sagt Luigi. Irgendwann steht Luigi auf und entschuldigt sich, geht zu den sanitären Einrichtungen. Jimmy Delane richtet sich an euch und sagt, also, Jungs, jetzt auch mal ganz ehrlich, wer schmeißt den Laden, wenn der Tyler jetzt weg ist? Naja, offiziell ist Luigi die Nummer 2. Und er hat auch irgendwie guten Draht zu den Jungs. Aber wenn du mich fragst, das Geschäft hat er nicht drauf. Das sehe ich genauso. Luigi ist ein eiskalter Killer, aber als Kopf, da sehe ich ihn nicht. Also, wenn er mich fragt, ich hätte gern, dass ihr den Laden schmeißt, solange Tyler nicht da ist. Ich hatte gedacht, du bleibst ein wenig, um das hier alles auf Vordermann zu bringen. Ich muss mich jetzt mit den anderen Familien auch noch auseinandersetzen hier. Ich kann mich doch nicht um den Kleinkram hier kümmern. Francesco, du machst mir einen guten Eindruck. Bist du auch Jurist, genauso wie ich? Ja. Du siehst zu, dass der Laden hier vernünftig läuft. Halt die alle bei der Stange und sieh zu, dass hier ein bisschen Ruhe einkehrt. Und findet verdammt nochmal Tyler. Wir können uns nicht erlauben, dass der auch noch verschwindet. Wird erledigt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und richtet ein, dass er im Mai nach Atlantic City kommt. Das würde sich auf gar keinen Fall entgegenlassen wollen. Wenn er nicht kommt, dann müsst ihr kommen. Und berichten, wie der Stand der Dinge ist. Ja. Und Falcone. Ich habe überlegt, ich glaube, wir organisieren da was in New York für dich. Ja. Sieh zu, dass du fit bist. Ich setze auf dich. Immer, Sir. Luigi kommt wieder zurück, setzt sich wieder an den Tisch. Fit für was? Fragt er. Ja, ich denke mal, dass wir den Jungspund hier mal in New York auftreten lassen sollten. Was meinst du? Oder in Atlantic City vielleicht? Wir haben in New York ein paar fähige Kerle. Vielleicht kriegen wir da was Vernünftiges aufgebaut. Und du, junger Kerl? Jacopo, nicht wahr? Ja, ja, Sir. Machst du auch den Eindruck, als wüsstest du, wie man mit den Fäusten umgeht? Nun, Sir, ich boxe. Bin nicht schlecht, würde ich sagen. Hab schon ungefähr 20 Kämpfe gewonnen, Sir. Respekt, Respekt. Vielleicht findet man für dich ja auch noch was.
Was meinst du? Nun, es wäre mir eine Ehre, Sir, wenn ich für die Familie boxen könnte. Das sollten wir doch hinkriegen. So, sagt er, zurück wieder ans Geschäft. Zumindest für heute war's gut gewesen. Francesco, du schmeißt den Laden. Mach ich. Und denk dran, im Mai will ich spätestens Tyler wiedersehen. Wenn er früher, umso besser. Und wenn nicht, sehen wir uns in Atlantic City. Okay. Und ihr zwei seht zu, dass ihr fit seid bis dahin. Jawohl, Sir. Damit steht er auf. Luigi ist ein bisschen verdattert, steht auch mit auf und bleibt sitzen. Lasst euch schmecken, ich lade euch ein. Und danke, Jimmy. Marschiert dann von dannen beim Kellner einmal kurz vorbei. Ihr seht noch, wie er dem so einen etwas größeren Schein in die Hand drückt. Das dürfte wohl ausreichen, um da noch eine ganze Weile ganz ordentlich zu essen oder zu trinken. Luigi fragt, was hat der damit gemeint gerade, Francesco? Was sollst du schmeißen? Den Laden in Tylers Abwesenheit, dass die Geschäfte weiterlaufen. Okay, du. Ja, wolltest du es machen? Wirklich? Er ist doch kein schlechter Mann. Nein, als Stellvertreter sicherlich die ideale Wahl. Du siehst, wie er einige Kommentare runterschluckt. Jimmy war nicht ganz glücklich, wie die Sache hier gelaufen ist. Ja, klar, dass es auf mich wieder zurückfällt. Ja, sorry, ich hab's versucht, ihm auszureden, aber da war nichts zu machen. Es war nur mal unter deiner Verantwortung, seit Tyler weg war. Ah, komm, wird schon wieder. Wir finden Tyler und dann ist alles wieder gut. Dann ist alles wieder wie früher. Ja, Tyler finden. Mistkerl. Er bleibt nicht mehr lange, steht irgendwann auf und verlässt das Lokal. Wie lange bleibt ihr noch? Nicht viel länger, glaube ich. Ich fühle mich einfach nicht wohl in diesem Schuppen. Ja. Ist nicht meine Welt. Ja, würde ich auch so sehen. Weil vielleicht sollte ich mich daran gewöhnen. Jungs, ich sehe mal zu, dass er keine Faxen macht. Ich gehe dem hinterher. Okay. Und ich gehe dem hinterher. Die anderen folgen auch? Ja, langsamer. Als er an der Bar vorbeikommt auf dem Weg nach draußen, sieht er eine sehr schlanke Gestalt, die, als ihr vorbeikommt, einmal kurz grüßend die Hand an den Hut legt und Jacopo zunickt. Okay. Wer ist denn das, Jacopo? Kenn ich die Person? Die ist dir bekannt. Wüsste zwei Optionen. ist es der Reporter, der Mr. Tedler? Genau, das ist Tedler. Okay. Falcone folgt Pasta, die anderen beiden gehen ein wenig verdattert raus. Und ich denke... Also wenn wir vorbei sind, frage ich ihn, wer das war, Jacobo. Das war dieser Reporter, dieser Tendler. Ah ja. Der. So sieht er also aus. Keine Ahnung, was der hier gemacht hat. Aber hat er gewusst, dass wir hier sind? Ja, kann nur ein Zufall sein, wir wussten es ja vorhin selber noch nicht. Ja, nur ein Zufall. Denkst du? Oder ist der Spitzel von ihm wieder hinter uns her? Wir sollten uns in nächster Zeit mal wieder umgucken. Und wieder... Wir hängen immer noch so ein paar ab. Wir sammeln die. Genau. Okay, ich glaube, das reicht dann erstmal für heute. Ja. Und was Falcone dann sieht, wo Luigi hingeht, das klären wir dann in 2 Wochen. Bis dann weiß ich gar nicht mehr, was ich ihm sagen will. Schreib's dir auf. Genau, schreib's auf. Ich beschäftige mich dann später damit. Insofern bedanke ich mich fürs Mitspielen. Danke dir. Danke, wir Spielleiten. Und dann bis in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschö. Ciao. Die Aufzeichnung unserer nächsten Spielrunde verschiebt sich leider ein wenig. Als kleine Entschädigung gibt es dafür ein Preisrätsel für diejenigen, die dieser Episode aufmerksam zugehört und die Anspielung auf einen Film bzw. ein Musical in dieser Folge entdeckt haben. Die Preisfrage findet sich im Beitrag zu dieser Folge auf jägers.net. Cthulhu bzw. Call of Cthulhu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Steht eine große exotische Pflanze im Schaufenster? Soll feed me. Nein, okay, kennt ihr nicht. Irgendwas Komisches. Aber die Franzosen, die machen immer unanständige Angebote, das sagt man besser nein. Damit verscherzt er sich mit der nächsten. Ja, man muss die rassistischen Witze gleichmäßig verteilen und natürlich klar machen, dass man keinen davon ernst meint. Ist das so eine riesige Hallenkirche für hunderte von Leuten? Oder?
Ich suche gerade ein Bild raus, das ich euch mal in mir reinpacke. Ich gehe auf jeden Fall rein, werde etwas kleinlicher, nimm den Hut ab, das obligatorische Finger in Wassertuppen, Kreuz malen. Das ist eine richtige Kirche, also römisch-katholisch, wie es sich gehört für gut Italiener, ja. Oder was protestantisches. Ja, nein, so. Sowas kommt mir nicht ins Haus. Ja, du willst ja auch ins Haus und nicht das zu dir. So, das Bild kommt. Früher oder später. Ich hätte es auch vorbereiten können, aber ach. Improvisation ist alles. Du konntest doch nicht ahnen, dass wir zu der Kirche hinwollen. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte ja mit allem gerechnet. Aber dass ihr ausgerechnet dieser Kirche geht. Ja, also echt. Wir sind aber auch manchmal ganz schön unberechenbar. Mhm. Ich dachte, ihr legt die direkt in Schutt und Asche, von daher. Nachher fahren wir noch zurück zu uns. Oder sonst welche Mätzchen. Das ist Schutt und Asche legen, kommt erst nach der Befragung. Okay. Upload will gerade nicht. Wir stellen uns eine Kirche vor. Ihr stellt euch eine Kirche vor, genau. Eine stereotypische Kirche. Bitteschön. So, hat doch geklappt. Ja, genauso hätte ich es mir vorgestellt. War es eigentlich unnötig, dass du das Bild gezeigt hast? Ja, nee, ist schon richtig, weil das ist völlig verkehrt rum. Eigentlich ist doch der Turm auf der Portalseite. Aber egal, wir sind hier. Können wir einfach da reingehen? Ja. Na gut. Oder möchtest du noch einen Wurf auf Wissen, Geografie, Baukunst ablegen? Nee, ich weiß es ja auf einmal. Die wussten es nicht. Miss Ashbury, könnte ich Sie bitte kurz unter fünf, vier Augen sprechen? Ich möchte Sie entführen, unter fünf Augen sprechen. Hier, sehen Sie meine Sachen und den Tacken. Gib mir da gerade mal einen Geschicklichkeitswurf. Durch das zurückgeschickt werden, ja, du stolperst ein wenig an der Holzbank beim Zurücklegen des Buches, poltert einmal laut, schallt in der Kirche. Ich fahr so zusammen. Oh Gott. Sowohl die Kinder wie auch der Pfarrer gucken dich an, der Pfarrer besonders erzürnt und kopfschüttelnd. Entschuldigung, wollte ich nicht. Ich sage, pssst, was kannst du eigentlich, Joko? In die Fresse hauen. Und das richtig gut. Kennen wir irgendwen mit einem besonders langen Bart? Du meinst, abgesehen von Santa Claus? Ja. Nö. Den gab's doch da noch gar nicht, oder? Kam da erst 1950 mit Cola. War das nicht davor? Den Nikolaus gab's auch schon vorher. Ja, der Nikolaus. War der bekannt für seinen Bart? Ja, ich glaube, die haben schon eine Figur gehabt, dass der rot worden ist, war, glaube ich, nur Coca-Cola-Verdienst. Aber die haben schon einen Weihnachtsmann auch vorher gehabt. Nein, den Santa Claus, den Nikolaus, den gab's wohl. Der Weihnachtsmann ist Coca-Cola. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Sehr wenig. Es wird wahrscheinlich ein Mann sein. Genau, es okay. Ist so ein Mann. Etwas jünger als du. Sprich mal junge Männer an. Was ist da schon wieder los? Sir, Junge. Hey, Junge. Ja, das Letzte hört sich gut an. Sehr wohl, Sir. Eine ausgezeichnete Wahl. Für mich auch, bitte. Und ein großes Bier. Oh Gott! Erst ein Scherzbeutel, ich weine hinten Wasser. Sehr wohl. Eigentlich wollte ich ein... Dreh dich mal so unterm Tisch. Du willst ein Wasser, Schims? Ja, Wasser wollte ich, Wasser. Sehr wohl, die Herren, ein Wasser. Ein kleiner Scherzkeks. So, damit eilt er von dann. Du erntest einen ganz bösen Blick von mir. Was haben wir überhaupt bekommen? Ich wollte lieber nicht fragen. Hummer. Schnecken in Wein. Ja, da dürfte das bei gewesen sein. Ja. Knusprige Froschschenkel. Mhm. Ochsenschwanzsuppe. Darf ich jetzt ein Bier haben, Falcone? Bist du völlig wahnsinnig? Warum denn nicht? Ich kann keinen Alkohol in der Öffentlichkeit bestellen, Mann. Ah, stimmt ja. Ey, du wohnst echt hinterm Mond. Vor allem bist du noch nicht volljährig. Doch, ganz knapp. Du bist 21? Nein. Eben. Ich sag ja hinterm Mond. War mir doch so, dass du erst 18 bist. Ja, ich bin erst 18. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2017.